Hallo, meine Lieben. So, jetzt erstmal wieder ein ganz, ganz herzliches Hallo an euch. Und ich freue mich so sehr für jeden Einzelnen, der hier wieder mit dabei ist. Danke für eure Treue auf meinem Kanal. Und ihr seid wundervoll. Also wirklich auch Kommentare wieder von gestern. Und bitte möchte ich jetzt nochmal sagen, nehmt es mir nicht für übel, wenn ich nicht immer auf die Kommentare reagiere, also beziehungsweise, dass ich jetzt da was drunter schreibe, ne? Es ist einfach wirklich immer so ein Zeitfaktor, ne? Und wenn ich es mache, ich habe jetzt auch die letzten 2 Tage, habe ich es schon gemacht und euch auch wieder meine Dankbarkeit zu zeigen. Aber bitte nehmt es mir nicht für übel, wenn es nicht jeden Tag kommt. Aber ich mache es hier von Herzen gerne immer in den Videos mit drin. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch und antworte auch hier auf diesem Weg, dass ich dann so Kommentare noch mit aufgreife und euch da die Antwort dazu auch mitgebe. Und ihr seid wirklich wundervoll. Und ich finde es so schön, auch dieses Feedback, was ich bekommen habe, wieder das Treffen stattgefunden haben oder dieses Aufbauende auch für euch, der sagt, hey, jetzt habe ich wieder so ein bisschen so eine Hoffnung auch bekommen für mich selbst, ne? Und diesen, okay, diesen Schubs auch, darauf kann ich achten für mich selbst. Daran kann ich arbeiten, das kann ich tun. Na, weil auch die Legung von gestern, ich fand die ja sehr, sehr interessant, auch sehr schön, was die Liebe im Allgemeinen betrifft, auch Singles oder Wunschpartner und um was es da geht. Na? Vor allem ganz wichtig, die Liebe für euch selbst, zu euch selbst. Das ist wirklich das A und O. Eure Stabilität, eure Sicherheit für euch selbst, diese Stabilität und eure Selbstliebe. Weil wenn du dich nicht selbst liebst, dann kommst du auch nicht weiter. Weil du dann immer in dieser Bedürftigkeit so ein Stück weit auch drin feststeckst. Und das bringt nichts, ne? Weil das ist immer diese Frequenz, diese Energie. Weil wenn du dich selbst absolut liebst, also nicht, dass du selbst verliebt bist, aber diese Selbstliebe, dann kommst du nicht in diese Bedürftigkeit rein, dass du jetzt jemanden brauchst. Natürlich, es sind Sehnsüchte, alles da, aber das ist immer das Wichtige, dass man auf dieser Frequenz dann auch schwingt, nicht schwimmt, schwingt, dass man einfach darauf nicht angewiesen ist, dieses, und dann kommt das aber auch, weil du sendest dann Liebe komplett aus. Und aber eben diese Stabilität, dann kann auch nur was Stabiles zu dir kommen in Verbindungen. Na? Und das ist immer ganz wichtig. Ich merke es ja auch immer wieder, auch in den persönlichen Readings tagtäglich. Und ihr seid alle wundervoll. Ich finde es immer so wunderschön, wie ihr die Worte auch von mir mit annehmt und da auch greift und sagt, hey, okay, daran liegt's, weil man sieht es ja an den Karten, an was es dann eben auch noch hängt, ne, wo es stockt. Und ja, dann, dass ihr das auch sagt, dann annehmt und sagt, okay, da kann ich jetzt hier wirklich drauf aufbauen und das ist jetzt hier noch, das hängt noch dazwischen, okay. Ja, und dieser Aha-Effekt, ne? So, meine Lieben, ihr seht, ich habe heute 2 Personen hier liegen, ne? Also einmal du, einmal einen anderen Menschen. Also, sei es jetzt, seht es bitte auch so, ihr Singles, wenn ihr das jetzt anschaut. Das heißt nicht immer, dass du einen Wunschpartner haben musst, ne? Sondern das ist auch der Mensch, der auch auf dich zukommt, was für dich oder zukommen kann, ne? Der für dich auch mitgegeben ist und dass da aktuell das sein Weg ist, ne? Also wie gesagt, auch bei Singles, es heißt nicht immer, wenn es um Wunschpartner geht, dass es nur den Wunschpartner, Herzensmenschen betrifft. Sondern auch, dass man einfach sagen kann, okay, hier schaut es bei mir so und so aus, ne? Einfach auch so ein bisschen so ein Stück weiter, so ein Stück auf sich selbst dann auch mal mitschauen. Und wie gesagt, ihr pickt euch bitte immer das Passende raus, weil keine Legung kann so 100% oder gut, bei manchen schon, habe ich jetzt schon festgestellt, fällt mir gerade ein in den Kommentaren, dass es auch so eintrifft. Aber einfach nur in diesem Gefühl mitschwingen, diese Frequenz mit aufgreifen, diese Energie, diese Schwingung. Ne? Und vertraut euch und glaubt immer ganz fest an euch. So, jetzt kommen wir mal wieder zu dem Thema zurück, um was es hier heute eigentlich geht. Und zwar möchte ich die Legung machen, ja, wie ist denn da eigentlich eine Weiterentwicklung? Und da schauen wir jetzt einfach mal beide Linien, wie jetzt dann da unten das Endresultat ist, wie es dann da ausgeht. Wir schauen einfach mal, ob wir hier eine Tendenz bekommen, ne? Und auf jeden Fall, ja, wie schaut es bei dir aus, wie bei ihm aus? Nicht, dass es eine Spiegellegung ist, sondern einfach nur, wie ist die Weiterentwicklung, ne? Also die Weiterentwicklung.
Und auf welchem Weg bist du oder sagst du da hier, ja, wir sehen was auf dem Weg dazu, was sich da jetzt ergibt. Ihr seht auch, ich habe zwei Decks genommen, weil nicht, dass hier von seiner Seite oder ihrer Seite die komplette Liebe rausfällt und dann sind keine Karten mehr übrig, das, was ihr für deine Seite noch nehmen können. Ganz wichtig, schaut aber bitte, das bist du, das ist dein Gegenüber, männlich und wie auch weiblich. Also Personenkarten sind in der Kollektivlegung geschlechterneutral. Es kann aber auch wie in einer Spiegellegung sein, dass einfach die Seiten vertauscht sind. Ne? Also das ist hier im Kollektiv möglich, möchte ich noch mit dazu sagen. So, dann schauen wir doch mal, was denn hier im Allgemeinen ist, was dann das Herz auch spricht. Und das schauen wir jetzt mal. So, ich decke sie gleich auf. Na, schaut euch das doch mal an. Dann nehmen wir aber auf die Kommunikation. Jawohl. Kommunikation mit dir selbst. Und dann schauen wir jetzt mal hier, was denn auch noch amtlich sein kann. Hätte ich jetzt gern noch eine Karte. Ach, ich sehe gerade, ihr, doch, ihr seht ein Stück auf jeden Fall noch. Okay, wir können das auch so ein bisschen weiter nach oben schieben. Dann seid ihr noch mit im Bilde. Dann kann ich eure Seite mal weglegen. Dann schauen wir doch mal bei deinem Herzensmenschen, bei deinem Wunschpartner, wie es denn da aussieht. Was wird denn da so ein bisschen rausbekommen. So, dann schauen wir mal. Nee. Ich muss ja umdenken. Aha. Gut. Gut. Dann hätten wir gerne noch was zur Klärung. Na, jetzt habe ich aber irgendwo einen Fehler im System, sehe ich gerade. So, wir legen das einfach anders. Genau, und jetzt sind wir wieder komplett im Bilde. Okay, hier haben wir die Klärung und hier unten auch. So, meine Lieben, wir haben jetzt hier ein klares Bild, also für mich auf jeden Fall. Und jetzt hätte ich aber gerne auch noch was. Ihr könnt ja alle vorspulen. Ne? Ich weiß, habe ich wieder ein bisschen zu spät gesagt. aber ihr wisst ja mittlerweile, einfache Spur vorspulen, wenn es zu lange dauert. Aber wisst ihr was? Ich sehe gerade, ihr seht es doch gar nicht richtig. So. Und jetzt schauen wir hier bei den Tarotkarten, was uns jetzt hier auch noch gegeben wird, was wir jetzt hier noch mit dazu bekommen, wie es denn da bei deinem Herzensmenschen aussieht. Und dann schauen wir auf jeden Fall bei dir natürlich auch, beziehungsweise das Endergebnis. Gut. Oh, die Karte auf dem Boden. Bin wieder da. Warte mal, die beiden habe ich für dich. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch was zur Klärung, zum Endergebnis, weil wir haben hier schon ein Stück weit das Endergebnis auch. Und dann nehmen wir das. Okay. Aber gut. Jetzt brauchen wir da drüben noch eine. Damit wir noch ein bisschen mehr Klarheit von deinem Gegenüber bekommen. Hier noch eine. So, jetzt haben wir es. Jetzt räume ich ja alles mal weg, sonst fallen mir ja alle nämlich noch runter. Und
Das wollen wir ja nicht, ne? Gut, meine Lieben, dann legen wir die mal zur Seite. Ich nehme die zum Schluss noch mit dazu. Ich kann euch hier auf jeden Fall sagen, wir haben, ja, deinen Gegenüber, fangen wir doch hier mal an, beziehungsweise in dieser Legung. Die Hauptenergie ist hier bei dir. Du möchtest ankommen, du möchtest das Glück, die Kommunikation. Wie geht es weiter zwischen euch? Also du bist hier absolut gewillt in die Liebe. Du bist bereit für die Liebe, du bist bereit für die Verbindung. Du hast die Tiefe, spürst du absolut tief in dir drin. Und das ist deine Herzebene. Also hier, es macht dich glücklich. Dein Wunschpartner, dein Gegenüber macht dich komplett glücklich. Also du weißt, dass du ihn oder sie aus tiefstem Herzen innerlich liebst. Bei deinem Gegenüber ist auch eine sehr tiefe Zuneigung. Eine tiefe Zuneigung und er oder sie ist jetzt hier in die Veränderung auch gegangen, was die Zuneigung betrifft. Und hier ist diese, es schaut für mich aus, dass es vielleicht aktuell ein bisschen so ein Stück auf einer freundschaftlichen Basis ist. Habe ich aber hier, was ich noch sehe, schon, dass ihr euch aber auch schon länger kennt. Dieses längere Kennen, weil hier ist auch schon sehr viel Liebe, sehr viel Tiefe, diese Zufriedenheit, aber dieses der Neubeginn, der liegt mir hier, diese Veränderung, dieser Wandel. Also hier der Wandel, das jetzt auf dem Weg ist, wie es weitergeht zwischen euch, diese Weiterentwicklung. Hier der Wandel, also ihr seid euch beide eigentlich einig, also von auf der Herzebene. Bei deinem Gegenüber ist hier gerade ein Wandel, hat hier stattgefunden. Und zwar, dass hier wirklich wieder, richtig wieder oder erst die komplette Liebe angefangen hat. Also diese tiefe Zuneigung in deine Richtung, diese Verbundenheit, diese Zuversicht auch, was dich betrifft. So, dann haben wir bei dir, also die Wunscherfüllung, dieser Wandel, wichtig, das muss ich wichtig nochmal dazu sagen, dieser Wandel, dieser Umbruch auch in die Wunscherfüllung, weil dein Gegenüber sieht dich hier auch wirklich zu seiner Wunscherfüllung, seiner oder ihrer Wunscherfüllung. Bei dir haben wir hier, du bist hier schon ein bisschen so dieses, du planst ziemlich viel im Voraus für dich selbst, weil du sagst, okay, hier die Stabilität und die Ankommen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist hier dein Hauptfokus, dieses Ankommen und diese Sicherheit. Du möchtest absolut diese Sicherheit haben und du möchtest aber auch, dass das hier ein bisschen schneller vorangeht. Also ein bisschen diese Ungeduld, die ich noch mal dabei habe. Du möchtest hier richtig schnell die Aktivität, was ich hier deutlich sehe, weil du dieses Jetzt. Dieses Häusliche, dieses Heimische, dieses Ankommen, diese Zufriedenheit, Geborgenheit, einfach dieses Miteinander. Und da möchtest du jetzt wirklich schnell die Aktivität haben, dass hier schnell was kommt, dass hier schnell was vorangeht, dass hier wirklich was in die Aktion tritt. Bei deinem Gegenüber ist es aber so, hier ist schon so ein bisschen, ja, noch die Sorgen. Die Sorgen, ob er oder sie dir wirklich auch das alles geben kann und die, was du dir wünschst und auch diese Unsicherheit, ja, wir haben hier ein Thema Vergangenheit noch mit dabei liegen, ne? Also hier, da ist schon, du bist, also eher die Gefühle zu dir sind sicher, also die sind auch da, die sind wirklich sehr, sehr tief, aber er weiß noch nicht so ganz, also er macht sich noch so viele Sorgen, ob er dir wirklich auch komplett das alles geben kann, was du dir wünschst. Das sind seine Sorgen, weil du beschäftigst ihn sehr, du hast hier sehr, sehr stark sein Herz berührt. Aber von der Tendenz her wird er auf jeden Fall die Weiterentwicklung, du, bei dir ist es klar. Du weißt, wie und was, du weißt es ganz genau und hast ja auch den absoluten Fokus auf deinen Wunschpartner gerichtet. Dein Wunschpartner auch auf dich, aber wie gesagt, noch ein bisschen mit so ein paar Sorgen auch behaftet. Vielleicht gab es hier auch die, dein Wunschpartner möchte dich aber auch nicht enttäuschen und vielleicht gab es aber und oder vielleicht gab es aber auch die ein oder andere Enttäuschung aus eurer Vergangenheit. Und da bringt es das Ganze noch ein bisschen so ein Stück weit in die Unsicherheit. Du möchtest hier auf jeden Fall, für dich ist es so, du möchtest es, wie gesagt, schnell, amtlich und dieses in die Öffentlichkeit der ganzen Welt, stolz, also so richtig voller Freude, voller Herz sagen, hey, hier mein Wunschpartner und wir sind hier zusammen, feste Lebenspartnerschaft und du möchtest es am liebsten der ganzen Welt erzählen. Und da ist die Tendenz auch, du weißt ganz genau, was du willst, hier von der Weiterentwicklung her, also du gehst nicht auf Abstand von deinem Gegenüber. Ne? Also hier siehst du auch, ob das für dich jetzt, ob du damit in
Resonanz gehen kannst. Weil hier auch die Wunscherfüllung, und das sieht man hier auch, die Wunscherfüllung ist es bei deinem Gegenüber und du möchtest, du bist seine Wunscherfüllung und hier auch dein Wunschpartner, dein Herzensmensch ist auch deine Wunscherfüllung. Und möchtest es, wie gesagt, hier öffentlich machen. Bei deinem Herzensmenschen ist es dann so, da ist noch so ein bisschen so ein paar, der ein oder andere Konflikt. Wir haben hier ja schon, ich sag mal, familiäres. Das stockt so ein bisschen, das bringt ihn auch in die Unsicherheit. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass jemand von der Familie nicht ganz so wohlgesonnen dir gegenüber ist. Ne? Und das verunsichert deinen Gegenüber. Und da fehlt es ihm so ein bisschen Selbstvertrauen, dieses, ja, ich stehe dazu. Aber der Wandel, die Tendenz habe ich hier auf jeden Fall, dass hier ein Neubeginn ist, dass dein Gegenüber hier absolut zu dir stehen wird. Und hier auch der Neubeginn. Der Neubeginn, die Veränderung und diese Weiterentwicklung, also hier vor allem diese Beständigkeit wird es hier auf jeden Fall geben. Also das zum Thema Weiterentwicklung zwischen euch beiden. Also die Weiterentwicklung von eurer Verbindung. Ja, dann, jetzt muss ich mal meine Maus kurz hier ein bisschen auf die Seite schieben. Und dann, was wir hier noch haben, was bei deinem Wunschpartner hier los ist. Wir haben hier die Schwerter. Und die Schwerter sagen hier auch aus, das sind wirklich, was habe ich hier gesagt, die Sorgen. Ne? Hier, wir haben die Sorgen. Also da ist es so ein bisschen, ein Stück weit auch vielleicht ein schlechtes Gewissen, was ihn oder sie hier auch noch mit zurückhält. Ne? Ja, diese Sorgen, die ich euch gesagt habe, dir nicht das geben zu können. Da vielleicht auch so ein Stück mit einem schlechten Gewissen, dass dein Wunschpartner hier ein bisschen zu kämpfen hat. Aber dein Wunschpartner, sehe ich auch, der wird, das ist jetzt der aktuelle Stand, aber er wird sich hier auf jeden Fall rauskatapultieren. Und weil wir haben den Neubeginn, wir haben die Veränderung, aber daran hängt es einfach noch ein Stück. Ne? Dann haben wir hier, nehmen wir gleich jetzt noch mit dazu, den Buben, den Pagen der Schwerter. Und ja, dein Wunschpartner möchte dir gegenüber gerecht sein. Und hier wird er auf, ja, diese Neugier wird ihn auch hier ergreifen, diese Neugier, dieses, das Neue zu, diesen neuen Schritt hier auch zu gehen, sich hier gegen diese, ja, unangenehmen Einstellungen von seinem Umfeld, sich dagegen zu stellen und hier auf dieser Basis weiter auf dich zugehen und wirklich in diese Wahrheit zu sich selbst gehen, weil die Wahrheit von deinem Gegenüber ist, dass sein Herz die Wahrheit spricht und sein Herz ist hier absolut, du bist hier komplett in seinem oder ihrem Herzen. Ja, das haben wir jetzt zu deinem Wunschpartner. Jetzt haben wir aber hier noch ein paar Karten. Ne? Also, wenn wir jetzt hier weitergehen, haben wir auch noch mit dazu den König der Stäbe. So, wenn wir jetzt den König der Stäbe noch mitnehmen, dann schaut es so aus, dein Gegenüber ist sehr willensstark. Und hier dein Gegenüber wird in das Selbstbewusstsein kommen. Weil ein Selbstbewusstsein hat nämlich deinem Gegenüber in dem privaten Umfeld ein bisschen ziemlich gescheitert. Also da war ein bisschen Mangelware, ne, von Selbstbewusstsein. Aber dein Gegenüber wird hier in die Willensstärke gehen, wird hier komplett auch die Führung für sich selbst übernehmen und ja, einfach seinen Weg auch gehen und wird dieses, ja, so mit erhobenen Hauptes, mit Stolz auch dieses, ja, ich stehe zu ihr oder zu ihm und ich folge definitiv meinem Herzen. Also muss ich sagen, finde ich eine Wow-Aussage. Und also kann man richtig was damit anfangen, ne? Würde ich sagen. Also was für ein Wandel, was für eine Veränderung. Und das jetzt auf dem, wie die Weiterentwicklung zwischen euch. So, dann haben wir noch die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen heißt auch, für was sich dein Gegenüber entscheidet, ist hier wirklich die Sicherheit. Die Sicherheit, die Fülle und dass du eine absolut wundervoll bereichernde Erfahrung für ihn bist oder für sie bist. Und er wird auch zu der Erkenntnis kommen, dass es mit dir eine komplett stabile, feste
ein festes Fundament gibt von eurer Beziehung, also diese Stabilität eurer Beziehung. Und das wird dann im Gegenüber hier, das ist dann auch so dieses, was er betreten wird oder dieses Bereichernde, diese bereichernde Erkenntnis auch für ihn, dass sein Herz das Herz sich für den richtigen Weg entschieden hat und er auch dem Ruf, dem Weg seines Herzens folgt. Also da haben wir doch schon mal eine ganz, ganz tolle Aussage, wie es denn bei deinem Gegenüber aussieht. So, wenn wir jetzt hier mal weitergehen, dann nehmen wir doch gleich mal, haben wir eine große Arkana dabei? Nein. Hier ist mal ziemlich, wir gehen jetzt erstmal auf die Schwerter. Und wenn wir jetzt hier die Schwerter nehmen, dann fangen wir gleich mal hier an. Bei dir ist es nämlich auch so, das ist das, was dich innerlich noch so, ja, ich sag mal so ziemlich auch, ja, was du möchtest. Deine Wünsche, deine Ziele. Weil hier sind auch, du hast große Pläne. Und ja, aber auch deine großen Pläne, die du hast, sind natürlich immer so nicht so ganz, du bist ja immer so ein bisschen unsicher, ob es auch der richtige Weg ist. Und du sagst hier auch, okay, es ist hier irgendwie so dieses Frostige, wie so eine Eiszeit auch. Du hast aber wirklich sehr, sehr starken Ehrgeiz und bist auch sehr erfolgsorientiert. Du bist sehr orientiert darauf, was deinen Wunschpartner betrifft in seine Richtung. Also du lässt dich da auch von nichts abbringen. Ist aber auch so ein Stück weit, dass du dich selbst auch ein Stück verlierst, ne? Und du bist in diesem Prozess, in dem du dich aber auch innerlich noch so ein Stück befindest, weil du spürst das nämlich hier von deinem Gegenüber. Und das ist das, was du auch richtig mit aufnimmst für dich selbst, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit. Und aber du bist absolut zielsicher. Du weißt definitiv, was du willst und wirst da den Weg auch weitergehen. Dann haben wir hier noch den Buben der Schwerter. So. Und, nee, Quatsch. Doch, freilich, den Buben der Schwerter. Nein, Buben der Stäbe. Mein Gott, wir haben hier die Schwerter. Entschuldigung, ich habe mich total vertan. Die Schwerter wollten wir doch zuerst nehmen. Wir haben die zwei Schwerter. Ja, die Karte möchte dir auch sagen, bewahre immer so und doch noch so ein ganz kleines Stück diese Distanz, aber nicht zu dir selbst. Blockiere dich auch nicht selbst und zweifle nicht an dir, sondern vertraue dir. Vertraue dir diesen Weg, den du gehst, deine Zielstrebigkeit. Weil du, ich sehe dich hier auch so ein kleines Stück, du bist hier, wenn wir nämlich diese Karte hier nochmal kurz mit anschneiden, dieses Verträumte auch. Dieses Verträumte und ja, da kommst du so ein bisschen auch ins Schwanken, weil du nicht weißt, es ist eine Illusion. Aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu, beziehungsweise wir können es ja auch gleich noch mit dazu nehmen. Ja, hier haben wir, wie gesagt, die Kelche und die sagen jetzt auch diese Illusion. Ne? Also hier 7 der Kelche, diese Illusion und dieses, du träumst von dieser Beziehung, du siehst diese Beziehung als absolut traumhaft, wundervoll, weißt aber nicht so ganz, bist du jetzt hier und erliegst du jetzt hier einfach einer, oder erliegst du jetzt hier einfach nur einer Illusion und sind es rein nur deine Wünsche und hast du eine rosarote Brille auf, dass du es einfach zu schön siehst. Und da ist so dieses Schwanken immer bei dir, so Stück für Stück, ne? Aber hier sagen die Schwerter auch wieder mit dazu, komm raus auch aus deinen Zweifeln. Diese Zweifel und schon diese, wie gesagt, diese Distanz, die ich vorhin noch angesprochen habe. Weil du weißt nicht, ob du dir selbst, ob du dem Ganzen hier eben auch vertrauen kannst, ne? Also diese beiden, das ist so dieses Widersprüchliche, so ein Stück. So, wenn wir jetzt weiter mal. Wenn wir jetzt weitergehen, jetzt nehmen wir die Karte, die wir nämlich vorhin schon angesprochen haben. Wir haben die Stäbe, den Pagen der Stäbe. Na? Also, Page der Stäbe haben wir auch. Wie es auch weitergeht von der Tendenz, du kannst dich hier, was haben wir hier oben auch sehen, was wir oben auch sehen, die Einladung, die Herzenseinladung, die Treffen, die du natürlich immer, wo du dir wünschst, wo du davon ausgehst, die wird auch hier, das ist auf deinem Herz. Du willst eigentlich komplett. Du willst reden, du willst dich zeigen, du willst deinem Gegenüber alles geben. Und hier wird mir aber auch gezeigt von der Tendenz, die wir hier unten noch haben, mit deinem Wunschpartner, deine Illusionen, deine Träume, deine Wünsche werden hier aber auch zur Wahrheit, denn ich habe hier auch die Einladung.
Und dieser Enthusiasmus, auch dieser Neuanfang komplett. Also hier wird sich wirklich was zeigen. Es wird noch eine kleine Verzögerung geben, was wir hier aufgrund von deinem Gegenüber haben, ne? Diese Verzögerung, diese Zeitverzögerung, also so im Schneckentempo, dass da noch so ein bisschen was vorangeht. Aber auch hier kommt definitiv was in Bewegung. Also da wird sich was tun und wir haben hier auch komplett einen Neubeginn, einen Neuanfang hier, wie es bei deinem Gegenüber zeigt und auch für dich definitiv. Also so haben wir die Bestätigung noch exakt mit dazu bekommen. Jetzt, wenn wir jetzt hier vom Endresultat ausgehen und bleiben jetzt hier mal gleich bei den Stäben, weil das passt jetzt so, das ist der Übergang passt jetzt hier einfach absolut perfekt noch mit dazu. Ja, wir haben jetzt hier die Achterstäbe. Achterstäbe sagt ja auch kurz vor dem Ziel, also von der Tendenz, vom Endergebnis aus. Du kannst auf jeden Fall oder ihr beide werdet hier mit guten Nachrichten rechnen. Es werden gute Nachrichten auf euch beide zukommen, weil auch diese Unsicherheit wird hier genommen. Du wirst auch dann davon erfahren, dass dein Gegenüber sich hier komplett auch für dich entscheiden wird, diesen Weg gehen wird. Und ja, dein Gegenüber eben auch von dir wirklich auch diese Wärme und das ist das nämlich auch seine, diese Sehnsucht auch, dass diese Gefühle auch mal offenbart werden, weil diese Unsicherheit in deine Richtung, weil dein Gegenüber kann dich nicht so ganz einschätzen. Ist da überhaupt wirklich noch was oder ist da überhaupt was oder tut sich da wieder was oder tut sich was? Weil, warum ich das jetzt alles immer so doppelt sage, ich sehe nämlich ja auch, dass ihr euch schon länger kennt. Wie, das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, ne? Dieses länger aus, schon länger und dass da nämlich schon auch mal tiefe Gefühle auch zwischen euch gewesen sind. Hier kann ich euch auf jeden Fall sagen, eine absolut erfreuliche, positive Weiterentwicklung zwischen euch. Also eine komplette Neuausrichtung. Ihr werdet hier wenn ihr schon mal in einer Beziehung gewesen seid miteinander, na, werdet ihr das wird eine komplette Neuausrichtung und ihr werdet da einiges klären, einiges ändern, besprechen, was ihr in dem alten, der alten Zeit, in der ihr zusammen wart, nicht mehr so macht. Also hier, es wird auf jeden Fall auch schnell vorangehen. Ja, diese Neuausrichtung. Wir haben hier die Zeitverzögerung, aber hier ist diese Beständigkeit, dass es dann von den Gefühlen, dass diese Beständigkeit dann, bis es mal richtig hier noch in Bewegung kommt, dauert es natürlich noch ein bisschen, aber dann wird es wirklich nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist hier wieder Monate, dass man so dieses Rantasten und dieses Zeitverzögerte und. Klar, bis es jetzt mal hier richtig dann in den Startschuss reingeht, haben wir noch ein bisschen so eine Zeitverzögerung. Aber dann, wenn es soweit ist, wenn dann praktisch ihr wieder so dieses Andocken gewesen ist, dann geht es ja wirklich rasant schnell. Also da wird dann nicht lange wirklich rumgefackelt und dass man hier nochmal hin und her redet und was weiß ich, sondern hier wird gesprochen, das geklärt, das, das und das. Absolut die Neuausrichtung wird geklärt, wird besprochen und dann kommt es wirklich so richtig in die Aktion. Und dann geht es schnell. Also raus aus diesem Stillstand, aus dieser Zeitverzögerung. Wir haben hier komplett die Veränderung, den Neubeginn. So, dann gehen wir mal weiter. Dann nehmen wir erstmal die Kelche. Ja, wenn wir jetzt hier die drei der Kelche noch mit dazu nehmen, haben wir auch eine unbeschwerte Zeit, eine Zufriedenheit zwischen euch. Wirklich auch dieses Miteinander, dieses Existenzielle zu eurer Beziehung, zu eurem Miteinander, raus aus dem Rückzug und ihr seid, ich habe diese Dankbarkeit, dass ihr euch nicht gegen euch entschieden habt, sondern dass ihr den Weg miteinander, füreinander gewählt habt. Und da nehmt ihr diese Dankbarkeit, dass ihr euch, dass es die richtige Entscheidung war und dass keiner den anderen aufgegeben hat. Also wunderschön. Jetzt haben wir nochmal die große Arkana mit dabei. Und wenn wir jetzt hier auch gehen, hier seht ihr auch, hier wird auch was vorwärts stürmen. Also es ist nochmal die Bestätigung, hier kommt nochmal der neue Schwung rein. Also komplett ein neuer Schwung in eure Liebe. Und die Liebe wird auch zwischen euch neu entfachen. Und es wird definitiv vorangehen. Absolut mit Erfolg gekrönt das Ganze. Und ihr seid richtig auf eurem Weg. Ihr holt euch hier auch aus der Unsicherheit raus. Und hier wird der Optimismus von euch beiden komplett an getatscht, also ihr seid alle beide voller Optimismus und ihr wisst auch vom Endergebnis, ihr wisst, ihr habt das Richtige getan, ihr habt getan, ihr habt das Richtige entschieden, ihr seid den richtigen Weg miteinander gegangen und wieder oder
allgemein aufeinander zugegangen. Also ich muss sagen, kann man jetzt nichts mehr hinzufügen. Es ist eine wunderschöne Aussage. Fand ich jetzt auch sehr interessant. Die Weiterentwicklung. Wie ist denn die Weiterentwicklung zwischen euch? So, und das Ergebnis habe ich euch jetzt präsentiert. Ne? Aber ihr wisst ja, Legung fürs Kollektiv kann wirklich nicht für jeden zutreffen. Und wenn es für euch zutrifft, ich wünsche es euch wirklich von ganzem Herzen und ich freue mich auch riesig. Ich habe auch in den Kommentaren ein ganz tolles, ja, es sind so Kommentare auch mit dabei, wenn das hier wirklich alles auch so eintrifft. Ich meine, zu Hochzeiten bin ich auch eingeladen. Ich bekomme ja auch schon einen Ehrenplatz. Finde ich total schön, ihr Lieben. Ich freue mich von ganzem Herzen. Und ja, lasst es mich bitte wissen, wenn da immer was eintrifft, wenn sich da wirklich auch was tut, weil ihr wisst ja mittlerweile, ich freue mich wirklich unendlich mit euch und ich wünsche es euch, wie gesagt, von ganzem Herzen. Also, einen wunderschönen restlichen Tag wünsche ich euch, ihr Lieben. Tschüss!